Der Clou beim Vertical Up sind die Regeln. Es gibt nämlich keine. Nach dem Startschuss stürmen die Teilnehmer die 3312 Meter lange Strecke der berühmten Hahnkammabfahrt in Kitzbühel wie ein langer Glühwurm bergauf. Zu Fuß mit Spikes, auf Touren oder Langlaufski, auf Schneeschuhen oder gar barfuß. Es herrscht freie Materialwahl, auch für Crossläuferin Jacqueline Brandl aus Wagen bei Rosenheim. Also mir ist es schon gut gehen. Also ich denke, dass es von der Strecke her gut ist zum Laufen. Man gibt sein Bestes, schauen wir mal. Der Name Vertical Up sagt eigentlich alles. Es geht immer nur bergauf, vertikal auf der bis zu 85% steilen Streif. Den ersten Wettbewerb dieser Art gab es 2011. Mittlerweile wurde aus der Ursprungsidee ein kleiner Vertical Up Weltcup. Streif ist eindeutiges Highlight. Also muss man einfach mitmachen, da die Song. Und ja, absolut gut. Gelaufen wird in zwei Wertungen. Die Königsdisziplin ist die Speedklasse, bei der die schnellsten Männer für die 860 Höhenmeter 31 Minuten und 16 Sekunden und die Frauen 38 Minuten und 15 Sekunden benötigen. Voll lässig. Also Kitzbühel, das Vertical in Kitzbühel zu gewinnen, war echt so ein Ziel von mir, weil es ist so lässig da und die Atmosphäre und die Leute, die Feuer, die auch oben. Also noch. Und ja, ist einfach geil. Streif ist einfach legendär und da von unten nach oben zu gewinnen, ist einfach saulässig. Ja, es ist ein Hammer, einfach so viele Zuschauer und jeder vergunst mir einfach. Und es ist so ein Traum, wenn die so viele Leute feiern. Das gibt es eigentlich nirgends auf der Welt. Oder nirgends, dass die so viele Leute anfeuern. Und deswegen hat das Rennen eigentlich ganz einen besonderen Stellenwert. Oder die ganzen Freunde und das ist eigentlich das Coole da. Entspannter geht es in der Rucksackklasse zu. Einzige Bedingung, es muss ein Rucksack inklusive Füllung bis ins Ziel mitgenommen werden. Sieger ist der Durchschnittszeit aller Starter am nächsten kommt. Die Bedingungen waren ideal, es war richtig eisig, man hat richtig gekannt. Einhauen. Ja, zum Schluss bin ich dann nochmal richtig nahe zur Weg gekommen. Aber es ist nicht mehr ganz ausgegangen, aber ich bin überglücklich mit dem zweiten Platz. Die Rennen werden oft von den Österreichern und Italienern dominiert. Nach vier Stationen liegt Georg Steinbach aus Inzell in der Gesamtwertung auf dem vierten Rang. Jacqueline Brandl wird in Kitzbühel Elfte. Das Wichtigste ist der Spaß, dass es halt wirklich immer Spaß macht und nicht übertreiben, sage ich jetzt einmal. Und also gerade Streif empfehle ich jedem, dass er mitmachen soll, weil es einfach der Wahnsinn ist. Also auch die anderen Vertical-Up-Sachen ist echt absolutes Highlight im Jahr. Und ja, also ich darf es jedem weiterempfehlen und einfach mitmachen und dann schauen, wie es einem taugt. Das Finale der Vertical Up Tour wird Ende März in Wengen auf der nicht minder bekannten Lauberhornabfahrt ausgetragen.